stand ich auf der Bühne beim 420 Day am Brandenburger Tor und habe euch vermisst. Also versteht mich nicht falsch, ich weiß, ihr wart da. Ich habe ja viele von euch getroffen, aber da waren auch ein paar tausend Gesichter, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und ich kenne eigentlich alle, die in Berlin irgendwie politisch aktiv sind in Sachen Drogen. In 23 Jahren habe ich quasi alle gesehen. Aber das waren Leute, die waren vorher noch nie auf unseren Veranstaltungen. Also habe ich ihnen erklärt, was wir Legalizer so machen und dass es da Schnittmengen gibt, gemeinsame Ziele und dass es total dufte wäre, wenn die endlich mal ihren Arsch hochkriegen und sich zu ihrem eigenen Besten mit engagieren auf Veranstaltungen wie diesem GMM. Genau. Tut mir leid, dass ich so schreie, ich höre mich ganz schlecht hier oben. Der hört dich ganz gut. Der hört dich gut. Okay. Ja, jedenfalls waren da am 20.04. ganz viele Gesichter, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und dann habe ich versucht, die irgendwie zu motivieren. Aber wie ihr seht, Erfolg hatte ich damit nicht. Und das ist leider typisch für die Legalisierungsbewegung im Jahr 2024, dem Jahr Null der Entkriminalisierung. Wir begeistern die Massen nicht. Wir sind einfach nicht sexy. Oder wie ich, verkopft, wie man das so schön sagt. Das ist scheiße, da müssen wir besser werden. Mal ein Beispiel. Ich habe auf dem 420 Day in meiner Rede unter anderem gesagt, ihr spürt eure Fesseln nicht. Ihr kriegt das nicht mit, dass ihr Ketten tragt, weil ihr sie euer ganzes Leben lang schon tragt. Und dann kam hinterher einer zu mir und hat gesagt, für meine Goldkette habe ich echt lange gespart, das war Arbeit, macht ihn nicht schlecht. Oder stand mir dann auch erstmal einen Moment der Mund offen und ich wusste nicht, was ich sagen soll, bis ich kapiert habe, der meint das gar nicht böse. Der hat einfach nicht verstanden, was ich von ihm will. Ich überfordere ihn. Das ist mein Fehler, dass diese Kommunikation gescheitert ist. Und das ist leider typisch für uns. Wir verlangen Merkwürdiges und wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, uns zu erklären. Dabei war Erklärbär mal unsere Kernkompetenz, war das, was uns unterschieden hat von der CDU und von der Polizeigewerkschaft. Wir waren mal die mit den guten Argumenten. Aber dann haben wir angefangen, den Ankündigungen des Bundesgesundheitsministers hinterherzurennen. Wir waren mal die mit den schlauen Fragen. Aber dann haben wir uns dafür entschieden, uns von den Medien diskutiert, vorschreiben zu lassen, worüber wir heute sprechen und schreiben. Wir waren mal die mit den unangenehmen Wahrheiten. Aber dann haben wir beschlossen, dass es auch okay ist, wenn ein CDU-Politiker mit einem dummen Spruch darüber entscheidet, was heute unser Thema ist. Das müssen wir ändern. Aber wie das geht, weiß ich leider auch nicht. Hab da keine gute Idee, wie wir das hinkriegen, in Zukunft mehr mediale Aufmerksamkeit zu kriegen. Mehr Macht als Markus Söder, als Rainer Wendt in den Medien zu entfalten. Das ist schwer und das wird dazu führen, dass Söder und Wendt weiter die Medien dominieren, weiter die falschen Themen setzen, weiter falsche Ängste über uns, die Cannabiskonsumenten und unsere Lieblingspflanze Hanf verbreiten werden. Das ist schade, daran müssen wir arbeiten. Yes! Und es wird noch schlimmer, denn neben den konservativen Politikern und den Polizeigewerkschaftern fühlen sich auf einmal auch Kneipenbesitzer, Clubbetreiber, Volksfestveranstalter dazu berufen, sich als Tugendwächter aufzuspielen. Man vertreibt uns mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum mit dem absonderlichen Argument, wir würden die Jugend gefährden. Unser Tun sei irgendwie sozial schädlich. Bullshit! Ich fasse das ganz schön an. Das ist nicht das, was ich mir versprochen habe, als ich in den letzten 20 Jahren für eine Legalisierung auf die Straße gegangen bin. Yes! Land auf, Land ab kriechen die Blockwarte aus ihren Löchern und versuchen uns den Raum mit selbstgebastelten Kiffverbotszone-Schildern wegzunehmen. Das müssen wir ändern. Und ja, der 1. April war geil mit 1500 Menschen am Brandenburger Tor. Habt ihr bestimmt ganz viel Spaß gehabt. Und ich kann verstehen, dass wir uns alle danach gesehnt haben, dass es mal einen Erfolg gibt zum Feiern, dass es mal gut tut, einfach gewonnen zu haben. Aber der Zug ist durch. Es tut mir leid, euch das mitzuteilen. Der Nachrichtenwert der neuen Freiheiten hat sich verbraucht. Mhm. Was heute gilt,
ist nicht mehr, was uns spannend ist, sondern der Wettlauf der Stigmatisierer. Mhm. Und deshalb, Berlin, musst du dich jetzt entscheiden. Wer soll dein Netzplatz sein? Ist es der Franke, der jeden Tag 12... Hört man das draußen? Ja. Wir hören es. Wir hören es. Ist es... Ich bin zu leise. Wir machen das nochmal. Wir haben Zeit. Wer Berlin soll dein Hetzler sein? Ist es der dynamische Franke, der jeden Tag 12 Mal mit einem Maßkrug für Fotos präsentiert wird, obwohl er eigentlich gar kein Bier trinkt und Kiffer am liebsten mit der Spezialeinheit jagt? Oder wird es der hessische Wirt, der auch in seiner Raucherkneipe keine Kiffer haben will, weil er auch vor dem Lokal verhindern möchte, dass seine Gäste Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind? Oder ist es der Bürgermeister aus Baden-Württemberg, der sein Starkbierfest für Kiffer verbietet, damit die Jugendlichen während des Massenbesäufnisses nicht zum Drogennehmen verleitet werden? Wer Berlin soll dein Hetzblatt sein? Und für diesen Kampf um die Stammtische und um die Kaffeekränzchen sind wir ganz offensichtlich sehr schlecht aufgestellt. Schaut euch um, wir sind einfach viel zu wenige. Der Hass auf Cannabiskonsumenten hat mehr Konjunktur als wir. Wir laufen dem Zeitgeist nicht mehr vorweg, wir laufen ihm hinterher, wir lassen uns diktieren, worüber wir denken und schreiben sollen. Das ist nicht gut. Denn eigentlich hätten wir sehr viel zu sagen. Ja. Einen Monat nach dem Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes ist klar, dass unsere Ängste, unsere Hinweise keine Luftschlösser waren. All das, vor dem wir gewarnt haben, ist in Wirklichkeit Realität geworden. Viele Mängel, auf die wir hingewiesen haben, zeigen jetzt ihre Schwächen. In der Realität sorgt das dafür, dass das Gesetz eben nicht ein Mehr an Freiheit bringt, sondern ganz viel Verbote einfach fortgeschrieben werden. Dabei hatte die Politik die Möglichkeit nachzubessern. Sie hatte ja all die Kritik auf dem Tisch vom Deutschen Handverband, von dem Dachverband der Cannabis Social Clubs, von den engagierten Patienten. Wir haben uns alle in die Debatte eingemischt, aber man wollte uns nicht hören. Man wollte uns nicht glauben. Und jetzt bezahlt die Welt den Preis dafür. Und das Schlimme ist, nicht die Politiker zahlen den Preis, sondern wir, die Konsumenten, haben mal wieder die Arschkarte. Die neue Freiheit will nicht nur erobert werden, sondern wir müssen sie auch verteidigen und ausbauen. Gerade Letzteres. Denn die Ungleichbehandlung der Cannabiskonsumentinnen ist nicht vorbei. Viel Unrecht geht einfach weiter. Die Bestrafung nüchterner Kfz-Lenker geht einfach weiter. Die Jagd auf Nutzhandpfändlerinnen geht einfach weiter. Wenn es nach dem ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs geht, sind selbst unterdurchschnittliche Gärtner besonders schwere Verbrecher, die bis zu 5 Jahre ins Gefängnis gehören. Was für ein absurden Schwachsinn ist das denn? Trotz Entkriminalisierung, die Jagd auf Cannabis und die Jagd auf uns Konsumentinnen geht einfach weiter. Auch heute sind die Polizisten nicht etwa hier, um uns zu beschützen, sondern um uns zu schikanieren. Die sind hier, um möglichst viele von uns mit Strafen zu überziehen. Dagegen müssen wir uns wehren. Dieses Unrecht müssen wir erklären. Immer wieder mit einfachen Worten, weil die Menschen, die nicht mit uns hier auf diesem Platz sind, noch nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Die halten uns für verwöhnte Süchtige, denen kein Entgegenkommen des Staates weit genug gehen kann. Aber das sind wir gar nicht. Wir sind keine Bittsteller. Das sind wir nicht. Wir sind keine Privilegienjäger. Das sind wir nicht. Wir sind keine Störenfriede. Das sind wir nicht. Wir sind keine Jugendgefährder. Das sind wir nicht. Wir sind keine Eindringlinge. Das sind wir nicht. Wir sind keine Fremden. Das sind wir nicht. Wir sind Brüder und Schwestern. Das sind wir. Wir sind Kinder und Eltern. Das sind wir. Wir sind schon immer ein Teil dieses Landes. Das sind wir. Wir sind unauffällig und tolerant. Das sind wir. Wir sind Bürgerinnen mit Bürgerrechten. Das sind wir. Wir sind grundlos Ausgegrenzte. Das sind wir und nichts anderes. Und deshalb
werden wir nicht kampflos hinnehmen, dass man uns das bisschen Entkriminalisierung Stück für Stück wieder stiehlt. Wir werden kämpfen, allem Geunke vom faulen Kiffer zum Trotz weiter kämpfen. Denn wir wollen eine echte Legalisierung. Die Gleichbehandlung mit den Konsumentinnen von Alkohol, Tabak, Kaffee, Schokolade und so weiter. Das ist eine Legalisierung. Cops statt Cops. Jawohl. Und deswegen sitzen wir anders als viel zu viele nicht ängstlich auf der Couch, sondern haben uns hier öffentlich versammelt, weil wir nicht mehr länger uns bereit sind, uns zu verstecken. Weil wir nicht hinnehmen, dass die Medien über uns statt mit uns reden. Weil wir nicht wollen, dass die Politik mit uns gemacht wird. Wir machen Politik. Wir machen das Maul auf. Wir machen unsere Bedürfnisse hörbar, sichtbar, unüberhörbar. Dafür sind wir heute hier. Denn wir sind der GMM Berlin. Wir sind der dienstälteste GMM in Deutschland. Seit einem Vierteljahrhundert aktiv. Wir sind die, die die Entkriminalisierung herbeigeführt haben. Und wir sind die, die sie verteidigen werden. Jawohl. Wir sind die, die nicht aufgeben, die nicht zögern und nicht zaudern. Wir sind die, die weiterkämpfen, bis Cannabis vollständig legalisiert wird. Da können Söder und Co. noch so lange hetzen. Die Zukunft gehört uns, weil wir sie gestalten. Und die Zukunft bringt Jobs statt Cops. Diese einfache Wahrheit auf den Straßen Berlins hörbar zu machen, ist heute eure Aufgabe. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und auch viel Glück. Ich bitte euch, seid laut für die, die sich nicht trauen, hierher zu kommen. Seid laut für die, die nicht laut sein können. Seid laut für die in den Knästen. Seid laut für Paul!